Hallo und willkommen zu diesem Video. Diesmal stelle ich euch ein kleines, aber feines Spiel in Retro-Optik vor. Viel Spaß! Blip kostet momentan 89 Cent und ist als Universal-App erhältlich. Sie wird allerdings immer mal wieder kostenlos angeboten, vielleicht habt ihr ja Glück. Aber worum geht es eigentlich in dem Spiel? Ganz einfach, ihr müsst diesen weißen Kasten so bewegen, dass ihr damit die Sterne einsammelt, Gegenständen ausweicht und am Ende euren Ausgang frei macht, damit ihr das Level beenden könnt. Die Steuerung ist dabei auch denkbar minimalistisch. Man kann den Würfel nach rechts bewegen, indem man auf die rechte Seite tippt, und ihn nach links bewegen, indem man auf die linke Seite tippt. Im Spiel sollte man es vermeiden, auf die Zacken zu fallen oder von diesen sich bewegenden Gegenständen berührt zu werden, denn dann ist man leider tot. Außerdem gibt es noch die Plattformen, welche im Prinzip als Trampolin benutzt werden können und immer nur eine bestimmte Anzahl an Sprüngen zulassen, bis sie verschwinden. Die Level an sich sind super gestaltet und das Feeling in diesem Spiel finde ich einfach irgendwie cool. Dazu kommt noch diese geniale Hintergrundmusik, die zwar nicht wirklich abwechslungsreich ist, aber das Game nochmal um einiges schöner zu spielen macht. Alle 5 Level muss man übrigens noch ein Bonuslevel bestreiten, durch welches man jeweils 5 neue Level erspielen kann. Insgesamt ist Blip also ein rundum gutes kleines Spiel, welches mich durch die schöne Optik, das einfache Spielprinzip und diese tolle Hintergrundmusik überzeugt hat. Wer solche Spiele mag, wird selbst für 89 Cent nicht enttäuscht werden. Wer es jetzt aber nicht sofort braucht, sollte vielleicht warten, bis es das nächste Mal kostenlos angeboten wird. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao!